Was ist das denn hier? Oh Gott. Satan. Hier können wir uns verstecken, schon mal gut zu wissen. Oh Gott, ein Pentagramm. Nennt man doch so, glaube ich, ne, oder? Da müssen wir uns bestimmt verstecken gleich. Oh Gott. Da ist sie. Kommt die hier hin? Oh, die kommt. Oh ja, die kommt. Oder? Ja, die kommt. Okay. Und die kommt hier rein. Alles klar. Alles klar. Nein. Es ist zwar der einzige Tisch im Raum, aber den beguckst du bitte nicht. Geh weg. Wer ist denn die Alte? Ist das wirklich unsere Ex, die uns den Brief geschrieben hatte? Oder wer auch immer das war, keine Ahnung. Ich laufe die ganze Zeit so. Ich weiß halt nicht, wo es rumgeht, ne? Die geht darum. Okay, alles klar. Oder? Okay, never mind. Okay, puh. Alter, wir müssen den ganzen Weg noch zurück, ne? Oh nein, da können wir uns nicht verstecken. Oh nein, das hört die. Es war so klar. Und das ist... Nein! Nein, nicht der Tisch, nein! Ah! Was? Bin ich jetzt so? Hä? Last. I need to get ready. What? Jetzt sollten wir weg. Ich kann nicht rennen! Oh Gott, wir sollen uns beeilen! Oh fuck! Uff. Uff. Helles Licht, hier ist helles Licht. Wo müssen wir hin? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. War das hier lang? Ich weiß es nicht. Müssen wir hier, oh Gott, Wir haben Schlüssel. Doch! Oh Gott, Alter, Maus klicken! Dieser Schlüssel ist von der dekorierten Tür. Okay. Heißt? Welche dekorierte Tür? Muss ich jetzt wieder zurück? Nee. Hä, welche dekorierte Tür? Wo muss ich... Hä? Was? Was für eine Tür? Oh Gott, die kommt bestimmt... Ach, da. Okay, diese dekorierte Tür also. Oh, die ist ja schön. Ah, voll schön. Müssen wir schon wieder Weihnachtsbaum dekorieren? Oh, Silvesterraketen! Woo! Ein ganzer Kasten mit Feuerwerkskörpern. Wenn grelles Licht sie wirklich abschreckt, könnte ich sie gut gebrauchen. Vielleicht kann ich ihr eine Falle stellen. Ich muss nur irgendetwas finden, womit ich sie ablenken kann. Wo hat sie meinen Ring versteckt? Als ob der Ring jetzt so wichtig wäre! Fireworks-Errungenschaft. Joyce, keine Zeit grad. Mark, are you there? Are you okay? Ja, ich bin okay. Ja, alles gut. Red bitte leiser, sie ist in der Nähe. Nee. I scared her away, Mark. This bitch is afraid of bright light. She left me alone and I don't know when she'll be back, but now... Now she's gone.
Okay. What about you? Do you have any news? Nö. Preferably good news. Ich habe das Feuerwerk gefunden, wie du gesagt hast. Mein Geschenk für dich. Sie hat es gestohlen. Why does she need it? Keine Ahnung. This doesn't make any sense. Ich weiß es nicht. There's no time to think about it right now. Okay. I called the police. I don't know where you are right now. So I gave them my address. Find a window they'll be able to see you from. But try to get up to the second floor. Okay. Zum second floor, ja, sagst du? Hier ist ein... Ich höre was. Oh, eine Brechstange. Nehmen Sie mit. Ziemlich schwer. Ich glaube nicht, dass sie das aufhalten kann. Da bräuchte ich schon etwas Heftigeres. Andererseits hilft mir das sicher, um die Bretter vom Hausaufzug zu lösen. Oh nein. Da würde ich niemals reinpassen. Der Hausaufzug. Haufaufzug. Ding! 11. Stock. Badezimmer. Huch. Oh, die Polizei kommt schon. Wir müssen Licht machen. Wo müssen wir hin? Bestimmt nicht hier, oder? War so klar. Hier! Hier! Hallo! Hier! Do you hear that? Ja! It sounds like the police are here! Ja! Hey! Hey! I see the light in a nearby house! Hier! Is that you? Ja! Are you on the second floor? Ja! I don't think they've noticed you. You need to find another window that's more visible so the police can see you. Ja, okay. Ich gebe mir Mühe. Okay, das werden wir schaffen. Was? Es wird keine Rettung geben, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, warum ich auf so eine Idee komme, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird keine Rettung geben. Da hängt ein Polizist aus dem Fenster. We'll never get out. She'll come for both of us. Reiß dich zusammen. Panik hilft uns nicht weiter, Joyce. Es wird wieder alles gut. Wir schaffen das. You're right. We can't give up. Ja, genau. I heard her mumbling something. I don't know if this helps, but she said something about the gift she finally got. And one more thing. I saw that she... through one of the cops, through the window of your building. Try to find him. Maybe he has a gun on his body. Ja, he has a gun. Toll, aber kann man sie erschießen? Sie scheint ja physisch zu sein. Sie scheint ja kein Geist zu sein, ne? Also sie ist ja tatsächlich irgendwie eine Alte, die, glaube ich, besessen ist oder irgendwie von so einem Dämon oder so, ne? Also sie ist jetzt kein Geist. War klar, dass wir nicht dahin kommen zum Flur. Aber hä, voll das gute Spiel, ne? Da müssen wir mal hin, glaube ich. Ah! Oh Gott, was? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stell mal auf Dings. Immer auf Einstellung. Kannst du Escape drücken? Da steht ein Zettel. Sie hat mich die ganze Zeit beschattet. Ich kann mich nirgends verstecken. Sie wird mich nicht gehen lassen. Sie ist weg. Sie wird uns nicht stören. Mark hat einen Ring gekauft. Ist er für mich? Will er mich haben? Oder wieder haben? Mark redet nicht mehr mit seinen Eltern. Gut. Zu wem hat er Kontakt? Sein Freundeskreis tut ihm nicht gut.
Ich muss sie alle loswerden. Mark feiert Weihnachten alleine. Es ist Zeit. Er ist auf dem Weg zu dieser Hure, Joyce. Mark, how are you? Ich habe ein Teleskop gefunden. Es ist auf mein Haus gerichtet. Ich habe nur Tweets gefunden, in dem sie... was? Sie enthalten meine Zeitpläne. Notes? What do you mean? Lügen? Sie hat uns ausspioniert? Wahrheit. Sie hat mich ausspioniert. I thought so. All this time. She was interested in you. Ja. Not me. You are connected to her in some way. Wir hängen nicht zusammen. Mark, tell me. Do you know this woman? Nein. Ich kenne sie nicht. Lügen. Nein, ich habe sie nie in meinem Leben gesehen. Wahrheit. Wir hatten mal was. Ja, wir hatten mal was. You were dating? Entschuldigung. Why didn't you say this before? Es ist 30 Jahre her. Ich habe nie verstanden, dass es... was? Ich habe nicht verstanden, dass sie es ist, bevor ich den Beweis fand. Sie sieht völlig anders aus als früher. Ich habe den Beweis nicht verstanden. Von ihr erzählen? Was gibt's da zu erzählen? Ich musste feststellen, dass sie geistig nicht ganz fit war. Und dann haben wir uns getrennt. Sie hatte... was? Sie hatte sie nicht alle. Als sie damit anfing, meine Eltern und meine Freunde zu bedrängen, habe ich sie verlassen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, sie war geistig nicht ganz fit. You said mentally unwell. This sounds somewhat vague. So that's why you moved here from your city. Ja. The things that she does, was she able to do them before? Nicht, dass ich wüsste oder ich wollte es nicht wahrhaben. Letztes Jahr hat sich ihr geistiger Zustand verschlechtert. Da fingen auch die komischen Sachen an. So this monster wants you back. Mark, thank you for telling. Natürlich habe ich dir das erzählt. Es tut mir leid, dass ich einmal kurz gelogen habe, aber es läuft nichts mehr zwischen uns und ihr. Untere Schublade kann ich aufmachen? Nee, die untere geht gar nicht. Oh Gott, ich will nicht mehr. Die Furie. Da ist ein Schlüssel. Korridorschlüssel. Er öffnet sicher die Tür zum Korridor. Hoffentlich führt sie mich zur Pistole. Es war so klar. Ist das die Tür? Ich dachte, die andere Tür zum Korridor. Oh nein. Hier ist auf jeden Fall was zu verstecken. Das ist gut. Kommt da bestimmt jetzt, ne? You cheated on me. Stimmt gar nicht. How is she better than me? Darling, ich glaube, du hast eine sehr komische Stimme und zu lange Fingernägel. Das war der Grund. Und wieso hast du dich jetzt umgezogen? Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß. So siehst du in meinen schlaflosen Nächten aus. Und dann reichst du mir die Hand. Du siehst so hässlich aus. Ganz in weiß. Wie eine Braut, die sich nicht traut. So, wir müssen warten, bis sie vorbei ist. Hilfe! Ich höre sie nicht. Da, sie läuft vorbei. Schnell, 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 schnell. Das war, glaube ich, zu... Oh, nee, das dauert zu lange. Oh, Alter. Ich beeil mich. Kekse und ein Zettel. Sogar am Ende habe ich mich nicht überwinden können, offen mit ihr zu reden. Und habe ihr einfach einen Brief geschrieben. Hätte ich früher den Mund aufmachen sollen? Ich komme nicht wieder. Du kannst aufhören, meine Familie zu verfolgen. Lass sie in Ruhe. Sie haben keine Ahnung, wo ich bin.
Ich habe ihnen nicht erzählt, wohin ich gezogen bin. Ich weiß, dass dein Verhalten von deiner Krankheit kommt, aber ich ertrage es nicht mehr. Du hast dich zu lange geweigert, eine Therapie zu machen, und jetzt hast du deine Psychosen nicht mehr im Griff. Ich liebe dich, aber ich bin es leid, Angst um meine Familie zu haben. Verzeih mir. Er liebt mich. Oh nein, das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir das noch geschrieben haben. Oh oh. Schneller! Ist das gut hier lang? Ich will aber nicht hin. Die ist da, oder? Oh oh. I thought you brought the ring for me. You don't love me anymore. Nein! I love you not anymore. Ja. It's mine now. Kannst ihn behalten. Ist mir auch egal. Ich kaufe einen neuen. Steht die da noch? Ich weiß es nicht. Warum ist das so? Das ist ja ein tolles Schlafzimmer. Sollte das unser Ehebett werden? Ich weiß es nicht. Hallo? Es tut mir leid. Oh nein. Oh nein, wie gemein das ist. Nirgendwo reintreten, bitte. Es tut mir leid. Oh nein, Alter, wir müssen an ihr vom... Oh, wo müssen wir denn lang? Wir müssen da... Oh Gott, da lang. Oh Gott. Es tut mir leid, aber du bist krank. Such dir Hilfe. Such dir bitte Hilfe. Such dir bitte Hilfe. Da ist ein Schloss vor. Shit. Der Polizist! Ja! Eine geladene Pistole ist genau, was ich jetzt brauche. Einfach so auf sie zu schießen, wird nichts bringen. Sie ist zu schnell. Sogar die Polizei hat sie nicht erwischen können. Erst muss ich sie irgendwie ablenken. Oh oh. Deadman's Gift. What's going on? Ich bin beim Polizisten. Ich habe einen toten Polizisten gefunden. Er hatte eine Waffe. Ich habe eine Schusswaffe gefunden. Also deutlich besser. It's good that you feel optimistic. Ja. Aber? Be careful. Ja, ich bin vorsichtig, Schatz. If you decide to shoot, it will be loud. Be prepared that she will hear and will come for you. Also, Mark. Was denn? Ja, ich hab... Ja, okay, komm. Ist kein Problem. Ja. Ist das dein Ernst, Joyce? Nicht jetzt! Natürlich. Was ist los? Bitte. Can you tell me what was in your gift? I know it's silly, but... Jetzt? Willst du das genau jetzt wissen? I'm sure that it is what I think it is. Was vermutest du denn? In case we don't make it. Es war ein Ring, Joyce. Ich wollte dir einen Antrag machen. Sag das nicht, Joyce. Wir werden es auf jeden Fall überleben und dann werde ich es dir schenken und bis es soweit ist, werde ich es dir nicht verraten. Oh, wie gemein. Nein, ich sag's. Ich wollte den Antrag machen. Thank you. When I see you after all this, I'll give you the answer. Ja. Don't you even dare think about giving up. Ich gebe mein Bestes. Versprochen, Honey. Joyce wird sich an die Antwort erinnern. Okay, ich bin gespannt. Oh, muss ich jetzt auf die Dings auf das Schloss schießen? Oh nein. Das hat die gehört. Definitiv.
Oh nein, sie kommt da hinten, oder? Natürlich. Was? Brenn! Brenn! Ich hab auf den Feuerwerkskörper. Oh Gott, wo muss ich hin? No, I have a chance. Aber wo muss ich hin? Fuck. Gibt's hier ein Versteck? Ist sie da hinten noch? Fuck, Alter. Wo kam jetzt auf einmal der? Oder ist das aus unserer Tasche gefallen? Ich weiß es nicht. Sah so merkwürdig aus. Licht. Was? Ich hab nicht auf F gedrückt. So, jetzt aber schleunigst weg hier. Ja, es ist windig hier. Es zieht ganz schön. Brr, ist das kalt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Lass den scheiß Ring noch liegen, Mann, du kannst einen neuen kaufen. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal eine kurze Pause zu machen. Ich müsste nochmal für kleine Jungs. Wir sind gleich wieder da. Da sind wir wieder. Der Ring ist wohl die Ablenkung. Ja, denke ich auch. Okay. Sie ist von diesem Ring besessen. Wenn ich ihn unter den Baum lege, wird er sicher ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich muss der Sache ein Ende setzen. Sie war vom Verfolger besessen und ich vom Weglaufen. Jetzt ist es für uns beide vorbereitet. Vorbei. Es ist vorbei. Jetzt ist... Joyce. Nicht jetzt! Mark, I heard gunshots. Are you okay? Was? Ja, mir geht's gut. Ja, ich glaube, ich habe sie vertrieben, zumindest für eine Weile. Ja, ist alles okay. Ich glaube, ich weiß, wie man sie aufhalten kann. You know how to stop her? Ja. Tell me. Ich habe dein Geschenk. Ich werde es als Kühler verwenden. Ich bin es, den sie will. Ich werde sie mit dem Geschenk in eine Falle locken. Das klingt komisch beides irgendwie, ne? Das erste klingt so Kühler und dann ich bin es, den sie will. Ich nehme mal das erste. Did you find my present? Ja. Good. Ja. You know, she stole my Christmas decorations for a reason. It looks like she's obsessed with spending Christmas with you. Ich kann nicht laufen. Maybe if you put a present by the Christmas tree, it will distract her. Just don't forget to put the fireworks everywhere first. And Mark. Please, be careful. Ja, bin ich. Also erst Feuerwerkskörper, ne? Dann Geschenk, hat sie gesagt. Nicht, dass wir irgendwie da jetzt noch aussuchen müssen. Oh. Es lädt. Boarding. Huch, jetzt wird's interessant. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Oha. Ich nehme nochmal zwei Fackeln mit oder drei. Hä, wie geil das Spiel einfach ist. Muss man jetzt einfach mal ganz kurz festhalten, oder? Das Spiel ist schon echt cool, oder? Okay, geht's auch lang. Oh, oh. Uff. Wir müssen es schaffen, bis zum Baum zu kommen, ne? Hier? Okay, wir müssen erst... Ne, Ring nicht. Erst Feuerwerkskörper, ne? Wir müssen doch, glaube ich, erst Feuerwerkskörper, oder? Ring ist Ablenkung, aber müssen wir nicht erst Feuerwerkskörper platzieren? Aber wo platzieren wir die? Soll ich erst einmal gucken gehen? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh. You chose me.
Ich habe die Feuerwerkskörper nicht geleakt, ne? Yeah! Final Round! Alter, wo ist sie? Ich mach sie alle. Lade nach! Oh Gott, stirbt sie auch irgendwann mal? Oh Gott. Okay, Bro. Ist sie tot? Wo ist sie? Okay, Bro. Die kommt immer näher, ne? Das ist das Problem. Irgendwann kann ich sie, glaube ich, nicht mehr aufhalten. Uff, hier vielleicht. Okay. Oh Gott! Yeah! Ich habe diesen Ehering im Monat gekauft, aber fand noch keine Gelegenheit, einen Antrag zu machen, wird sie ja sagen. Genau jetzt. Oh Gott, ich stehe wieder auf. Ich komme nicht durch. The doors are open, Mark. The doors are open. You did it. Ja. Oh my God. Ja. I love you so much. Ich liebe dich auch. Okay. Get lost this time. Okay. I guarantee it. Ja, ich hoffe, ich werde mich nicht verlaufen. Wir kommen hier niemals raus. Wer glaubt noch daran, dass wir hier nicht rauskommen lebend? Vielleicht werden wir nicht sterben, aber wir werden nicht rauskommen. Die ist doch nicht tot. Die Alte. Und wer hat die ganzen Feuerwerkskörper hier platziert? Wann haben wir das getan? Wir kommen hier niemals raus. Niemals. Oder wir verlaufen uns wieder. Bitte nicht verlaufen. Bitte nicht verlaufen. Hey, frohes Neues. Ja. Hey, Happy New Year! Woo! Ja! Hä, wie cool das Spiel gemacht ist! Voll geil! Ja! Happy New Year! Ja! Woo! Danke, Schatz, ich komme! Ich weiß, wo ich hin muss! Hä, voll schön! Wie geil das ist! Mark? Happily even after, okay. My answer is yes. Yeah, woo! Wir haben das gute Ende. Woo! Es gibt bestimmt auch ein schlechtes Ende, oder? Da würde ich für wetten. Hä, wie cool das gemacht war. Was für ein geiles Game. Oder? Voll gut. Das haben, glaube ich, nur 3 Leute gemacht, damit ich das richtig gesehen habe. Hä, wie krass einfach. Restless! Danke für die Übersetzung.
Merry Christmas. Was für ein schönes weihnachtliches Spiel, oder? So kurz vorm Fest. Oder? Kurz, aber nice. Aber du hast bemerkt, dass die Muni nach dem letzten Schuss alle waren. Echt? Voll cool. Solche Spiele mag ich. Kurz, knackig, schön. Die Ideen waren auch super, fand ich. So mit der Idee, so dass sie so die ganze Zeit ausspioniert hat, eine Krankheit hatte und so. Voll cool, eigentlich. Richtig gut gemacht. Bitte mehr von dem Studio. Bitte, 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 bitte mehr. Bitte mehr von dem Studio. Aber ganz ehrlich, so ein Weihnachten möchte ich nicht. Warum denn? Was ist daran so schlimm? Hallo, sie hat doch auch nur Nächstenliebe sich gewünscht. So. Ah, wie schön. Was für ein tolles Spiel, oder? Ich fand's großartig. Also ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht. Ich habe erst gedacht, ob das was wird? Aber doch, es war echt cool, muss ich sagen. Richtig, richtig geil. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele. Danke dir fürs Spielen. Ja, gerne, gerne, gerne. Gerne mehr davon, liebes Team. Gerne mehr davon. More of these games. So, danke fürs Unterstützen, Crimson Snow. Befindet sich im Early Access. Sie können uns helfen, indem Sie Nachrichten, Bugs und Ideen schicken. Okay. Das ist noch im Early Access? Ach krass, heftig. Aber hey, wie gut. Ich fand's echt schön, muss ich sagen. Es war echt schön.